Yo, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Detroit Become Human. So, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen problematisch für uns, weil jetzt wird es, glaube ich, etwas extrem. Und ob wir das packen, werden wir jetzt sehen. Weil Connor ist uns auf der Spur zusammen mit Hank. Das heißt, die Situation wird nicht ganz so easy zu managen werden. Aber ich glaube, wir kriegen es hin. Wir müssen es, wir haben keine andere Wahl. Schlaf aber mal weiter. Lass Alice schlafen. Ah, shit. Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Es war also kein Albtraum? Nein. Nein, es war kein Albtraum. Bad. Wie wär's mit einem schönen warmen Bad? Und dann gehen wir los und besorgen dir was zu essen. Was meinst du? Okay. Ich lass dir ein Bad ein. Und was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Wirklich? Schnipp. Wow, das sieht auf jeden Fall besser aus. Ey, ich hab's voll drauf hier. Okay. Gehen wir mal mit Blond. Das sieht gut aus. I like that. Weiß. Sieht scheiße aus irgendwie. Schwarz. Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt so schwer entscheiden zwischen Schwarz und Blond. Nochmal zurück. Ich gehe, glaube ich, mit Blond, oder? Ich gehe mit Blond. Das sieht gut aus, finde ich. Okay, das Ding müssen wir also. Und wieso macht das jetzt jeder? There we go. So bist Nicht du doch. viel hübscher. Ja, ne? Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Ach so. Dein Bad ist fertig. Upsis. Ist immer noch regnerisch. Was zur Hölle? Wieso scheint nicht mal wieder hier zur Abwechslung die Sonne? Detroit Today. Erste Androiden. Ach, erste Androiden-Zoo wird geöffnet. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. Ey, ich will im Leben nie so alt werden, ne? Ich glaube, sobald ich die 50 erreiche, von mir aus kann ich dann den Löffel abgeben. Kanada, noch androidenfreie Zone. Ich muss mal kurz mal überfliegen mit diesem Zoo.
CyberLife eröffnet in Los Angeles den ersten Androidenzoo, in dem sämtlichen exotischen Arten präsentiert werden, die in den letzten 30 Jahren ausgestorben sind. Lederschildkröten, Eisbären, Berggorillas, afrikanische Elefanten und diverse Tierarten. Okay. Werde Menschen in jedem Alter. Was? Ach, dazu wende sich in jedem Menschen in jedem Alter. Ah. Die junge Generation über die Bedeutung des Schutzes. Okay. Zwei beklagen Umweltschützer der Zoom. Mindere Tiere das Bewusstsein, okay? Egal. Wir sollten, glaube ich, mal die Waffe in der Hand nehmen, oder? Da ist doch noch was. Yeah, let's look at the TV. Was gibt's im Fernsehen Neues? Sind das Androidenfische? Probably. Der Boston Marathon. Das Opfer hieß Todd Williams, ein Arbeitsloser aus Corktown. Er soll von seinem Androiden erschossen worden sein, einem AX-400. Woher wisst ihr das eigentlich, dass ich ihn angeschossen haben soll? Wurde eingeleitet. Beziehungsweise, dass ich ihn umgebracht haben soll. News. Ich bin Josh Douglas. Hat sie das jetzt mitbekommen oder nicht? Du hattest keine Wahl. Er hätte mich ganz bestimmt totgeschlagen. Ich weiß. Was machen wir denn jetzt? Wir wissen nicht, wohin. Mhm. Und die Polizei sucht uns jetzt. Yep. Familie, können wir nicht bleiben. Familie. Hast du noch mehr Familie? Jemanden, der uns helfen kann? Nein. Es gab immer nur Dad. Shit. Kontakt mit Androiden. Der Android von gestern gab mir eine Adresse. Und dort würde man uns helfen. Versuchen könnten wir es. Unterstützend, entschlossen. Wir werden das durchstehen, Alice. Solange wir zusammen sind, kann uns nichts passieren. Mach dich jetzt fertig. Ich besorge was zu essen für dich und dann gehen wir los. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Auch wenn ich es mir wünschen würde, muss ich zugeben. Und here we go. Scheiße. Lieutenant Anderson, Detroit Police. Wir suchen einen weiblichen Androiden, der gestern den Laden da hinten ausgeraubt hat. Was gesehen? Ein Android? Nein, ich nehme keine Androiden. Haben Sie diese Person schon mal gesehen? Fuck. Ich wusste doch, dass mit ihr was nicht stimmt. Sie kam gestern Nacht. Sie sah völlig normal aus, wissen Sie? Es war nicht zu erkennen. Ist sie noch hier? Ja, nehme ich an. Zimmer 28. Danke. Gottverdammt, Connor, ich hasse dich. Ich schwöre, ihr Sweat auf mein Leben. Ich hasse dich, Connor, ich hasse dich, ich hasse dich. Du wartest im Auto. Direkt. Ne, diplomatisch. Es wäre besser, wenn ich mitkomme. Hör mal, ich bin die ewigen Widerworte leid. Du bist eine Maschine, also halt deine Klappe und tu, was ich dir sage. Ich möchte nur meine Mission erfüllen. Tut mir leid, wenn sie das aufregt. Du willst nicht als Dose enden? Dann geh mir nicht mehr auf den Sack. Neutral. Hoffentlich sind die schon weg. Oh, bitte, lieber Gott, hoffentlich seid ihr schon weg.
Ich spiele zwar Color, muss jetzt für Kara sein. Interesting. Bitte seid weg, bitte seid weg, bitte seid weg, bitte seid weg, bitte seid weg. Bitte, 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 bitte. Okay, die Waffe ist auch weg. Sie ist weg. Ja! Gott sei Dank! Oh shit. Okay, meine Hände sind am Schwitzen, das wird echt schwierig. Oh mein Gott. Osnabrückallee. Ey, meine Hände sind am Schwitzen. Ich bin mega nervös. Mein Herz rast gerade. Ey, das ist alles gerade nur nicht geil. Hau ab hier. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier ist keiner, Luis. Geh bloß weg, Alter. Oh shit. Yes! 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 Goddammit, jawohl! Ja, Mann, wir haben es gepackt. Bist du okay? Oh Gott! Ja! Oh, Jesus Christ. Oh mein Gott. Ey, das ist ein simples Spiel und bei mir kommen gerade die Emotionen hoch, ne? Das ist... Oh mein Lord. Oh mein Gott. Huh. Lauf, Kara, lauf. Oh mein Gott, we fucking did it. Ich bin gespannt, wie viele das geschafft haben. 21% abgeschlossen. Das will ich echt mal gerne wissen. Deswegen zeigen wir mal die weltweiten Statistiken. Bestimmt haben das voll viele geschafft und ich... Guckt euch das mal an. Es haben nur 24% geschafft bis hierhin. Wow, ich bin echt stolz darauf, muss ich zugeben. Ich bin echt so ein bisschen stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Wir haben den Zug sicher erreicht. Alter, das ist geil, Leute. Das ist wow. Es ist ein simples Spiel, ne? Und trotzdem kommen bei mir voll die Emotionen hoch. Oh mein Gott, was heißt, wenn das passiert, haben einige Entwickler echt was richtig gemacht. So, liebe Leute, ich würde mal sagen, machen wir hier einen Folgenbreak. Bis zum nächsten Part von Detroit Become Human. Bis dahin, haut rein und tschüss.